Kawasaki setzt seine Suche fort nach neuen Technologien und neuen Möglichkeiten, vorhandene Technologien zu nutzen, um auch zukünftigen Leistungserwartungen voll gerecht werden zu können. Zum Beispiel haben die Kawasaki-Ingenieure bei der 750 Turbo die guten Eigenschaften der Basisversion des Motors Z1 beibehalten, einen Turbolader integriert und die gesamte Konstruktion völlig neu überarbeitet. Das Ergebnis ist die schnellste Serienmaschine der Welt. Ich hätte schwören können, dass ich auf einer GPZ 1100 sitze. So viel geballte Kraft aus einem 750er Motor. Es ist unglaublich, einfach unglaublich. Zum ersten Mal wurde die 750 Turbo in Österreich auf dem Salzburgring der Öffentlichkeit vorgestellt, als Kawasaki die internationale Fachpresse zu einer Testfahrt einlud. Lange hat Kawasaki der Versuchung widerstanden, ein Motorrad mit Turbolader vorschnell auf den Markt zu bringen. Nun hat die Geduld sich ausgezahlt. Mit seiner einzigartigen Konstruktion wird die Turboverzögerung fast auf Null gebracht und das hohe Potenzial des Turboladers in vollem Umfang genutzt. Ich bin andere Turbos gefahren, aber diese ist bis jetzt die beste. Sie hat alles, was man von einer Turbo erwartet und noch viel mehr. Aber am wichtigsten, sie ist unvergleichlich weich. Es gibt fast keine Verzögerung, die bei Turbos gewöhnlich auftreten.